Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Erfolgreicher Handel mit Öl. Das Ganze mit unseren zwei ehemaligen Floortradern aus den Niederlanden. Ja, einmal Jan-Robert Schutte und Alois Matthijssen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier um 18 Uhr zum Webinar begrüßen. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, was die beiden uns heute mitgebracht haben. Und von daher springe ich einmal direkt zum Risikohinweis. Ja, Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie bei jedem anderen Webinar auch nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ansehen. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg zu sagen. Und von daher soll es das eigentlich vorerst von meiner Seite auch gewesen sein. Und dann an wen von euch beiden darf ich als erstes den Bildschirm geben? Ah, ja, Micha. Hallo, Alois. Wie geht Hallo. es? Okay, Bist du danke. kräftig auch? Bist du gehört? Ja. Hallo, Dann kannst du Nelson. jetzt, Jan-Robert, kannst Ja, jetzt danke Bildschirm schön. übertragen. Und ich möchte gerne. Sie sehen ein Picture mit ein Bild mit unserem Jacken, Ja, Trader-Jacken. genau. Toll. Das, ja, wir waren angefangen in Jahren Ende 80 und Ende 90 war ich angefangen mit Handeln. Da habe ich auch Alois kennengelernt und hier haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Und alles fängt an mit Risikomanagement und dann folgt die Erfolg von selbst. Und ja, vielleicht kann Alois natürlich als Designer und Entwickler, nein, nicht Entwickler, aber du hast da das System bedacht, was wir zeigen möchten, ne? Gerne. Ja, das Kerngeschäft von mich ist Proprietary Trading und das heißt eigentlich Traden für eigene Rechnung. Und ich bin kein Systemfabrik. Ja, das war zufälligerweise, dass das System entstanden ist. Und das war, weil ich älter wurde und ein System haben möchte, das Traden für mich etwas einfacher machen sollte. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich bin in 1986 angefangen als Market Maker in Amsterdam auf der Optionsbörse. In den 90er Jahren war ich Direktor, Manager von einem Handelshaus mit sechs Tradern und das habe ich in einem Jahr ausgebaut nach 27 Tradern, Händlern, wovon die Hälfte Market Maker war und die andere Hälfte war Daytrader. Und das war gerade in der Zeit, dass Daytrading überkam aus Amerika. Das war etwas Neues und das fand ich sehr interessant und deshalb habe ich mich darin spezialisiert und habe auch eine Ausbildung in der Zeit selber gemacht für Händler. Ja, ich habe jetzt in mittlerweile mehr als 40 Jahre praktische Erfahrung. Aber ich habe natürlich auch am Anfang, genauso wie die meisten, auch Fehler gemacht, Geld verloren. Aber was sehr wichtig ist, dass man immer weiß, was seine Risiken sein. Wenn man weiß, wie viel Risiko man hat, dann kann man natürlich Geld verlieren, aber da kann es nicht so sein, dass man nicht weitergehen kann. Das ist sehr wichtig. Denn Risiko ist für mich Punkt 1 beim Trading. Deshalb sage ich hier auch, aber immer gut mit den Risiken umgegangen. Dann kann man überleben. Ja, und das haben wir auch gezeigt mit dem System. Und wir waren auch ich war in Deutschland, dann natürlich auch in Frankfurt World Trading. Und letzte Woche, einige Wochen her, 4. November, waren wir in Amsterdam mit der Gruppe. Und da sieht man auch Aras an der linken Seite, Aras links von Ivex Flats. Und in der Mitte die zwei, die Buben da hinten, das ist Mohsin von dem Team Money to Work und Leone ist auch dabei und ich natürlich unten an der rechten Seite Alois. Und ja, wir machen mit dem Team gut Erfolg mit den Händlern, um so gut möglich die Leute zu helfen. Und heute haben wir auch zwei Livestreams gemacht mit YouTube, auf Holländisch eigentlich. Und das ist auch sehr toll.
Und ich habe auch ein Buch geschrieben auf Deutsch, nein, nicht auf Deutsch, auf Holländisch, habe ich mehr als 7500 Bücher verkauft seit November. Und auch in Englisch ist das vergleichbar. Und das ist seit November. Und da bin ich ja, stolz auf. Und die Leute, die das System auch kaufen, dann bekommen sie auch das Buch als Cadeau, wenn sie haben möchten. Und wir haben einige Bullet Points gemacht und das mit dem System, was wir auch in den Märkten gelernt haben, dass wir mit den Märkten im Momentum treten müssen. Also nicht gegen das Momentum, nicht gegen den Strom einschwimmen, aber mit dem Momentum mit. Und auch, dass wir auf der Börse immer gelernt haben, Masse einen Schritt vor sein. Also nicht hochkaufen und dann sehen, dass es nach unten rutscht oder man verkauft und geht wieder nach oben. Wie erkennt das auch, he? Dass man die Timing nicht gut hat. Also, und ich denke, dass mit MTW von was Alois initiiert hat, sehr gut. Und bei FSFlat kann man das System handeln in viele Märkte, wie Commodities auch und Kryptos wie alles. Und wie erkennt das auch, he? Dass ich war früher auch angefangen mit einer Grafik und dann habe ich viele Linien getrocknet und Indikatoren und war sehr nicht eindeutig. Und ja, das ist Bob Ross kann man vielleicht auch, dass man sehr einfach muss machen. Und eigentlich ist Alois auch eine Art Bob Ross, aber dann für Daytrading, weil Alois hat gemacht ein Grafik, wo man sehr viele ja, eindeutige Kauf- und Verkaufssignale hat. Und das kann man auf alle Märkten zupassen. Also, wir haben auch hier die Resultaten in Grafik gesetzt. Das sind DAX, die sind kumuliert. Und die unterste, das ist Euro, Dollar. Die sind nach oben gegangen mit 15 und 18 Pips. Und die blaue, das ist Nasdaq, das Technologieindex, mehr als 2500 Punkten. Und die DAX, das ist interessant, ist also besser, 3654 Punkte und das ist bis Freitag. Und das kumuliert mal ein Punkt Euro, gibt es erfolgend 7826. Und das ist auch eine Frage, an welchen Märkten handeln Sie jetzt am meisten? Ist das zum Beispiel auch DAX oder auch Öl, wo wir gerade hingehen? Und das ist auch im Schluss, wir haben noch zwei Slides und dann gehen wir nach die Grafiken mit Alois. Und die Trading-Ergebnisse im DAX voriges Jahr waren 2514 Punkte. Und das mal 10 CFDs hat ein Ergebnis von 25.140. Und das Tolle ist mit FXFlat, ist, dass man, das ist dann auf einem 8.000-Euro-Account, nicht 800, aber 8.000. Und man kann mit niedrigen Konto kann man handeln. Ich denke, Nelson, dass 200 Euro mit dem MetaTrader 4, das ist ein Demo-Account, Live-Account 200 Euro, das ist, das gelingt. Also, man kann gute Ergebnisse machen, aber wie macht man das? Und das ist mit dem Trend mitzuhandeln, mit Jess Livermore sagt es auch mehr als 100 Jahre her. Erfolgreiche Trader, die folgen immer die Linie von wenigen Resistance, also mit dem Trend mitgehen. Und Alois ist auch ein Liebhaber von Formel 1. Er hat auch selber gefahren in schnelle Auto. Und ja, man kann kein Gewinner werden, ohne Risiko einzugehen. Also man muss Positions machen. Aber wie macht man das? Also man muss Risiko nehmen und fragen Sie das einfach mal nach Max Verstappen, die F1-Weltmeister zum zweiten Mal. Also, Alois, ich möchte gerne dich einladen, um Grafiken zu zeigen. Für die Leute, die ein bisschen später sind eingekommen, wir haben bis Ende noch einen Link, wo man ein E-Buch auf Englisch downloaden kann. Und dann möchte ich das gerne zeigen an euch. Und
Ihr könnt auch eure Frage stellen und wir werden auch die Zeit nehmen und auch vielleicht andere Versuchnummer. Man kann auch andere Märkte anzeigen, wenn wir mal zeigen. Und das ist, Grafiken sehen wir, Alois, so take it away. Die Flur ist von dich. Ja, und danke. Ja, das ist welcher Markt ist das, was du zeigst? Das ist WTI, das ist West Texas Intermediate. Ja, das ist der Ölmarkt. Darüber werden wir heute Abend auch sprechen eigentlich. Aber zuerst möchte ich mal erklären, dass wir Händler sind. Und wir traden eigentlich alles, was bewegt. Und wo viel Umsatz ist, viel Volumen, das ist für uns sehr wichtig. Und eigentlich ist es weniger wichtig, ob das Öl ist oder dass der DAX ist oder Forex. Das ist eigentlich weniger important für uns. Denn wenn Sie wirklich alles über Öl wissen möchten, ja, dann soll man auch fundamentale Analyse machen. Und das machen wir nicht. Wir sind Trader und wir schauen nach der Chart und sagen, okay, jetzt soll man kaufen, dann gehen wir long. Und wenn das System sagt, man soll verkaufen, dann gehen wir short. Das ist sehr wichtig, denn wir gehen nicht rein, was heute der Öl in Saudi-Arabien macht oder in die amerikanische Öl in Texas. Wir schauen nur nach den Grafiken. Das ist für uns wichtig. Was Sie hier sehen, ja, das ist das TS-System. Und das kann man auf verschiedene Timeframes verwenden. Ja, man kann es auch in jedem Produkt verwenden, denn das System schaut nicht nach das Produkt, sondern was wichtig ist für das System, ist die Volatilität der Markt. Ja, das ist sehr wichtig. Und daher können Sie das auch verwenden, das System in Forex, in der DAX oder der Dow Jones oder Nasdaq, aber auch mit Gold und wie hier mit Öl. Hier das große Schirm, das habe ich hier auf 5 Minuten und das rechts oben habe ich ein 15 Minuten Grafik und rechts unten eine 4 Stunden Grafik. Das, was Sie sehen, das ist MetaTrader 4 von FX Flat. Und auf der 4 Stunden, da schaue ich mal, nach was macht der Preis im Moment, ja, im Vergleich mit einigen Stunden her oder einige Tage her. Das sehen Sie jetzt, dass es eigentlich nicht wirklich eine Richtung in der Markt ist. Wenn ich das hier so machen, dann wird es etwas besser zu sehen. Was wir automatisch programmiert haben, das ist, dass jeden Tag werden die Pivot Points hier reingesetzt mit der Yesterday High, Yesterday Low und der Daily Open. So, das heißt der Anfang der Business, der Trading von dieses Produkt. Und das wird jeden Tag automatisch verrechnet und das kommt automatisch rein im Grafik. Ein Tipp für Sie vielleicht, wenn Sie technische Analyse machen, können Sie am besten eine Liniengrafik nehmen, so wie hier. Ich soll das weiß machen, ist es etwas deutlicher. So sehen Sie es vielleicht etwas besser. Und Sie sehen, ich habe hier eine horizontale Linie gezeichnet. Wenn man hier einen Boden hat, das hätte man hier auch tun können. Aber wenn man hier einen hat, kann man eine Linie zeichnen. Nou, man sieht, dass dann der Markt zurückkommt. Es ist Unterstützung hier, geht etwas hoch, kommt wieder nach unten. Und wenn man dann mehrere Kurse hat, dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich weiter mit der Linie. Und dann wird es so. Und dann sieht man, dass das hier Unterstützung war. Wenn ich sehe, dass der Markt in der Nähe ist von einer Unterstützung oder Widerstand oder ein Pivot Point Level, dann bin ich immer sehr vorsichtig. Ich warte dann,
bis ich sehe auf meine 5 Minuten oder eine Stunde Chart, was der Markt machen will. Und dann gehe ich mit. Versuchen Sie nie gegen den Markt reinzugehen, denn für 99,9% verlieren Sie das. Und wenn Sie dann sehen, so wie hier, wenn es ausbricht, ja, dann kann man reingehen und mitgehen. Und dann werden auch die Risiken viel kleiner. Und das ist, was Sie immer versuchen sollen, wenn Sie traden. Versuchen, so wenig möglich Risiken einzugehen. Sie sehen auch hier, wenn ich es wieder so mache mit den japanischen Kerzen, dass es hier runtergegangen ist. Es ist hier wieder hochgekommen und da war dieses Niveau, war auch Widerstand. Sehen Sie das hier? Deshalb ist es wichtig, dass Sie immer bei Daytrading mit horizontalen Linien arbeiten. Nicht mit Trendlinien, nur horizontale Linien. Das ist ganz einfach. Hier sehen Sie es genauso. Hier auch. So arbeitet man mit Daytrading. Hier auf dieser Grafik der 15 Minuten. Die verwende ich in Zusammenhang mit der 5 Minuten, die andere Grafik. Was wir versuchen, wenn man an Daytrading macht, dann sieht man regelmäßig einen Boden und man sieht regelmäßig einen Top. Und das ist, worauf wir warten. Denn wenn der Markt sich dreht hier, dann sieht man sehr oft, dass das Momentum zunimmt. Genauso hier hoch. Aber es auch nach unten, dann nimmt das Momentum auch zu. Und das ist eigentlich das beste Moment für einen Daytrader, um reinzugehen, mit dem Markt mitzugehen. Denn Daytraden ist nicht ganz lange in de Markt sitzen bleiben. Das ist eigentlich das Sammeln von kleinen Gewinnen. Das ist das richtige Daytraden. Het probleem is dat we natuurlijk, wanneer we zien dat de markt zich dreht, en dat was ook waarom ik 2 jaar ongeveer met mijn programmeur gearbeitet heb om dat in een programma te bekommen, dat was het schwierige. Wanneer dreht zich de markt? Wanneer gaat het van hier van short naar long en hier van long gaat het naar short? Dat te messen, dat is das Schwierige. Und das haben wir so gemacht, dass wir haben hier zum Beispiel einen Moving Average, aber das ist kein normaler, das ist eine eigene Moving Average, den nennen wir auch PMA, Proprietary Moving Average. Und jetzt zeigt nur, was das Momentum in dem Markt ist. Und wenn der blau ist, dann zeigt es, dass das Momentum zunimmt. Und wenn der orange ist, dann nimmt das Momentum ab. Also dann geht der Markt runter. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer mit dem Markt mitgeht. Alois? Ja? Vielleicht kannst du das ein bisschen größer machen, weil jemand sagt ja im Chat, dass es recht klein ist mit den Zahlen auch rechts und sowas. Ja, natürlich. Ist das besser? Ich hoffe, jetzt was besser. Und ich weiß nicht. Ja, machen wir es erstmal so. Okay. Ja, wenn ich es noch. Ich kann noch einmal, aber größer geht leider nicht. Ja, alles gut. Ich glaube, es geht eher rechts um die Zahlen, die angezeigt werden. Okay. Und wissen Sie, dass, wenn der Markt sich dreht, das machen wir, das wissen wir so ungefähr. Aber das Problem ist, man weiß nie, wenn es hier hoch geht, wenn das Ende dieser Bewegung ist. Das hätte hier sein können. Es ist hier geworden, aber es hätte auch noch höher sein können. Und deshalb soll man dafür sorgen, dass man so schnell wie möglich in den Markt reingeht. Und das ist egal, ob das mit Öl ist oder mit der DAX oder mit Forex. Denn desto länger man wartet, desto mehr Risiken man eingeht, denn man weiß 100% sicher, dass man desto länger man wartet, näher an der Top ist. Und deshalb versuchen wir, wenn wir sagen, okay, hier haben wir eine Farbeänderung,
von der PMA von Orange nach Blau. Wir haben hier einen Pfeil und hier kann man reingehen. Na, das machen wir auf das niedrige hier, das nächste Timeframe von 5 Minuten. Das ist das eigentlich genau das gleiche. Ich soll das hier mal etwas größer machen dann für Sie. So, vielleicht ist es jetzt besser zu sehen. Gut, ich habe hier unten einen Indikator dazu. Ja, und das ist eigentlich ein Indikator, das ist nicht der MACD 100%, aber wir haben das als Anfang gemacht. Wir haben eine eigene Einstellung, wir haben das so geändert, dass es ganz einfach zu lesen ist. Und wenn das hier, so, wenn hier sehen Sie diese Linie, das ist die Nulllinie. Wenn das hier grün ist, dann tradet man oder handelt man long. Also dann kauft man. En wenn het rood is, dan is de short traden. Also dan verkauft man. Aber wenn die punten hier komen, zum Beispiel hier oben, die rote punten, dan heißt das, dass das momentum nach oben abnimmt. Denn das heißt, wenn man hier zum Beispiel ein Signal hat, hier ein blaues Signal, eine blaue Linie, in der Grafik ist die in Ordnung, aber die wird unten nicht bestätigt. Und deshalb sollten Sie diese Trade nicht machen. Natürlich, jetzt wissen wir, dass es etwas, trotzdem etwas höher gegangen ist, aber wenn Sie mit dem System arbeiten, dann wissen Sie, okay, ich kann darauf vertrauen, wenn es so ist, dann muss ich das nicht tun. Das ist für mich 100%. Und das ist genauso, wenn man hier von Short sieht, dann kommen hier grüne Punkte. Und die zeigen, dass das Momentum nach unten abnimmt. Also dann soll man keine Short Trades machen. Ja, zum Beispiel hier sehen Sie das besser. Ja, hier haben wir ein Trade, ja, der wird unten nicht bestätigt, denn es gibt einen grünen Punkt hier. Ich soll es vielleicht mal etwas so machen. So, ist das besser? Sie sehen hier diese. Een grüne punt wordt niet bestätigt. Deze trade, genauso, ook een grüne punt wordt niet bestätigt. Also, dat die ganze tijd. Want dan kan man besser niet traden. Dan hat man meer risico. En dat möchten we niet. Deshalb hebben we dat zo gemacht. Man kan, wenn, zum Beispiel, wenn Sie nog niet zo veel ervaring hebben. Dan sage ik immer, achte darauf, dass de PMA hier van deze grafiek, van de 5 minuten hier in de Öl, de gleiche Farbe hat als hier op de 15 minuten grafiek. Sie sehen, hier, ja, hier is de ook orange en hier ook. En dat is eigenlijk am besten. Dan hat man ook weer weniger risico, wenn die twee. Wenn diese zum Beispiel blau ist, auf die 5 Minuten und auf die 15 Minuten noch immer orange, dann soll man auch so vorsichtig sein. Ganz einfach gesagt, was ich versuche, ist ganz einfach mit dem Markt mitzugehen. So, hier. Sehen, haben wir etwas mehr Übersicht hier. Und es ist eigentlich egal, ob man das für Öl macht oder zum Beispiel für Natural Gas. Das ist auch vielleicht interessant. Schau mal, das ist hier. Ja, das ist eigentlich Flüssiggas. Aber das hat nur einen Nachteil, denn die gibt es in einem ETF und die wird nur verhandelt während der Wall Street Öffnungszeiten. Denn ich kann das hier etwas ändern, dann sehen Sie, was ich meine. Display Sessions, False, so. Hier sehen Sie, sehen Sie die Lücke. Das ist immer von der Abend davor nach 3:30 Anfang Wall Street.
Das war heute auch, hier sehen Sie, heute war es noch größer. Hier war es gestern Abend um 10 Uhr unserer Zeit, hat das gestoppt, dieser Handel. Und heute um 3:30 hat es hier angefangen. Und das macht, dass der Indikator am Anfang nicht so, da soll man sehr vorsichtig mit sein. Das ist ein Nachteil. Aber wenn Sie zum Beispiel auf einer größeren Zeit oder sagen Sie, ich möchte für einige Tage zum Beispiel Flüssigöl, Flüssiggas traden, ja, dann können Sie natürlich auch nach ein höheres Timeframe gehen, zum Beispiel hier eine Stunde, das geht auch. Und dann sieht man auch besser, was es im Moment macht. Sie sehen, eigentlich ist es in diesem Moment nicht so interessant, denn es gibt hier Widerstand und hier Unterstützung. Denn auch das soll eine Richtung haben. Denn da kann man am besten warten, bis es ausbricht hier an der Oberseite und an der Unterseite. Sind er Fragen gekommen, Florian? Oder? Nelson. Sorry, Nelson. Nee, nicht Nelson, Florian. Florian ist schon richtig. Florian. Ja. Ah. Nee, dazu sind keine Fragen reingekommen. Okay. Ja, bei deinem Namen steht ein anderer Name. Ich sollte mal zeigen, zum Beispiel mit dem Bitcoin. Ja, da war gestern auch noch eine Frage. Ja, da haben wir auch mit Öl gearbeitet. Sie sehen hier, wenn Sie das sehen, es sieht eigentlich ungefähr gleich aus. Ja, es ist ein ganz anderes Produkt, aber der Art, worauf man damit tritt, ist eigentlich gleich. Denn man soll nur verstehen, dass jeder Markt seine eigene Art von Bewegen hat. Wir können zum Beispiel bei der Ölmarkt, gehen wir zurück nach der Ölmarkt, das war hier, das Texas Intermediate. Wenn wir hier zum Beispiel heute Morgen anfangen, Sie sehen hier die vertikale Linien, das wird auch automatisch jeden Tag hier reingesetzt. F, das heißt Frankfurt, Anfang Frankfurt, L ist London Open, also das ist 9 Uhr unsere Zeit. Die U, das ist um 2 Uhr in den Nachmittag, wenn das Ende ist unsere Lunchzeit und dann werden die Amerikaner werden wach. Und W ist von Wall Street, das ist de Öffnungszeit von Wall Street. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, wir fangen an, ich fange normalerweise immer an um 9 Uhr. Dan hat man hier einen Signal. Een blauwe pfeil, die kerzen, die farbe der kerzen, die interessiert mich eigenlijk niet. Het maakt niets uit, man kan ook een long pfeil bekommen met een rote kerzen. Het gaat nur darum, dat de pfeil hier is en dat er unten hier bestätigt wird. Nou, Sie sehen hier, jetzt ist es über der Nulllinie. En die Linie hier, und Sie können hier reingehen. Genau mit dieser, wenn Sie diese vermisst haben, dann haben Sie hier noch eine Chance gehabt und hier noch eine dritte auch. Dann geht, und wenn man kein Signal hat, dann macht man nichts. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man den Geduld hat, um zu warten. Es ist kein Wettbewerb für zu viel Trades zu machen. Man soll nur die Trades machen, die eine gute Risikoverhältnis haben. Sie sehen hier zum Beispiel diese, es ist auch ein Kauf, es stimmt hier in der Grafik, aber Sie sehen unten wird er nicht bestätigt. Hier gibt es einen roten Punkt. Also die macht man dann auch nicht. Und so geht das dann weiter. Und dann haben wir hier natürlich der Lunchtime, dann kann man meistens besser nicht traden, denn dann ist der Volumen ist sehr niedrig. Und man braucht eigentlich Volumen, wenn man in den Markt reingeht oder aus will. Ja, dann braucht man Volumen, denn dann ist das am billigsten. Ja, aber Sie sehen hier nach 14 Uhr, heute Nachmittag war das,
hat der Markt sich hier wieder gedreht. Na, dann sehen wir, hier haben wir einen Boden. Ja, zum Beispiel, das macht man wieder ganz einfach, sieht man das hier mit einer Linie. So, das kann man machen, die zwei. Ja, und dann sagen wir, okay, jetzt geht es weiter hier. Dann kann man das verlängern hier. So, und dann sehen wir hier einen Ausbruch. Und dann ist das hier das erste Signal. Ja, Sie sehen hier, dieses Signal war auch schon gut, aber die erste hier, die war nicht in Ordnung, die wurde nicht bestätigt unten. Diese wohl, aber ich warte immer in diesem Fall, dass der ausbricht, einmal zurückkommt und dann geht man rein. Und das ist eigentlich das Schönste. Und hier können Sie einen Short Trade einlegen. Das können Sie, hätten Sie hier nochmal machen können oder hier noch einmal. Auf einer 5-Minuten-Grafik, wenn ich einen Order reinlege, bleibt er maximal 3 Kerzen liegen. Das ist also 15 Minuten. Wenn ich zum Beispiel in den DAX auf eine 1-Minute handel, dann bleibt ein Order maximal 5 Minuten in dem Markt. Und wenn er dann nicht getriggert ist, dann cancel ich die Order. Ja, bekommen Sie dann hier auch, hätten Sie auch heute am Nachmittag am Anfang auch wieder einen sehr schönen Trade machen können. Und das ist das Unterschied mit Öl. Öl bewegt natürlich ganz anders als der DAX. So wie hier, das sieht man weniger bei der DAX. Bei der DAX ist die Volatilität höher. Aber das ist auch, was Sie selber gerne möchten. Das ist wichtig, dass Sie ein Produkt treten, wo Sie Affinität mit haben. Herr Luis, ja? Ja, wir haben mit dem Markt, was wir auch hier zeigen, ist, dass man muss mit dem Momentum mithandeln, mit dem Strom nach unten. Und nach meiner Meinung, die PMI-Indikator da oben, die zeigt sehr gut an die Beugpunkte mit Top oder Bottom. Und wenn bei die U ist die Drehpunkte genau da. Und man sieht auch, wenn man nur mit Short-Brille, mit Short handelt, wenn die PMA ist orange, dann hat man sehr gut mit dem Momentum mitgehandelt. Ja? Und das ist auch sehr kräftig, ja. Was man sagt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind, aber sehr gute Rutsch nach unten. Und die Indikator, ja, und ja, das noch war mehr. Ja, ja. Waren 120, fast 120 Punkte. Ich weiß nicht, wie das in Euro ist, weil das ist abhängig von Lot Size. Aber man hat auch die Filter unter, die rote MT-Indikator. Wenn es rot ist, dann geht man nur suchen nach Short-Momenten. Und das ist auch für die Disziplin, dass man nicht so schnell in den Markt geht. Weil man keinen Indikator hat, dann ist das sehr, sehr einfach, um Dinge zu sehen, die nicht da sind. Weil wenn Preise niedrig gehen, dann ist man geneigt, um zu schnell zu kaufen. Und das System, das hilft auch für die Disziplin. Und natürlich sind die besten Signale auch, was ich selber gelernt habe, Alois, mit den Umschlagpunkten von die unteren nach von grün nach unten nach rot oder von rot nach grün, dass sie Umschlag hat. Und das ist auch Momentum Switch. Und jetzt auch sieht man hier die blaue Pfeile da, ist noch nie bestätigt unten. Und also diese Pfeile dann gehen wir nicht packen. Aber wenn das unten auch noch grün ist, ohne Punkte, was du sehr gut erklärt hast, dann kann man die Trade mitnehmen. Ne? Und das ist für die Disziplin. Das war ich meine Schwachheit, Alois. Erstens, ich habe nicht gute Konzentrationsmöglichkeiten. Meine Konzentration ist sehr lange wie ein Kanal. Sehr kurz, 3 Sekunden. Und das System, das ist auch sehr gut, dass man auch Pop-ups bekommt, Alarme, wann etwas geschieht. Also man muss auf den Händen sitzen, um die gute
ja, ein gutes Momentum zu warten. Hast du auch die Knöpfchen erklärt oder Das noch nicht? mache ich jetzt, ja. Ja, ja, mit dem Stop-Loss dabei. Ja, ja. Ja, was Sie sehen hier, das ist Real-Time. Die Kurse sind Real-Time. Also das ist, was wirklich jetzt der Preis ist von Öl. Und hier hat man das Order-Management. Wenn man mit de rechter, hier geht man nach Expert-Advisor, Eigenschaften. Hier können Sie eingeben, was Sie wollen. Ein Take-Profit, ein Stop-Loss. Ja, das sind hier 100 Punkte, Take Profit. Das sind Stop Loss, da steht 500, aber das sind 50 Punkte. Ich habe eine Stop Room von 25 Punkte. Ich zeige so gleich, was das ist, der Stop Room. Und hier können Sie die Lot Size selber einführen, eingeben. Und das hängt natürlich auch zusammen mit wie viel Geld Sie auf Ihre Rechnung haben. Hier das Percentage. Dass wenn man das zum Beispiel auf 0,5 eingibt, dann heißt das, und das kann man nur verwenden in der Forex-Markt, dass das System berechnet dann, welche Größe ihre Position haben soll, damit sie nicht mehr als ein halbes Prozent verlieren, wenn sie ausgestoppt werden. Denn das heißt, dass wenn Ihr Konto größer wird, handeln Sie größere Positionen. Wird Ihr Konto kleiner, dann werden Ihre Positionen auch kleiner. Aber das ist eigentlich das optimale Money Management. Hier gibt es ein BM und SM, das heißt Buy Market und Sell Market. Das heißt, dass man auf diesen Preis kauft oder verkauft. BS und SS, das ist Buy Stop. Ein Buy Stop, das ist, wenn der Order über den Markt zu liegen kommt, und SS, da rund unter dem Markt. Mit Stop können Sie einen Order cancelen oder einen laufenden Order schließen. Und mit SL grün und SL rot können Sie Ihre Stop-Loss ändern, nach oben oder nach unten. Das können Sie auch manuell machen, aber man kann es auch mit die Knöpfe hier. Kurze Frage. Ja? Der blaue Pfeil, der da jetzt unter der großen grünen Kerze ist. Entschuldigung? Der ja, kleine die blaue Pfeil. Was der bedeutet? Gegebenenfalls auch, was die orangenen Pfeile bedeuten. Die Pfeile? Genau, was die bedeuten. Ist gerade die Frage aufgekommen im Chat. Ja, danke. Ja, das habe ich soeben auch erzählt. Die Pfeile, die gehören zusammen mit die Linien. Und das heißt, dass man hier eigentlich ein Short Trade machen soll. Und wenn es blauw ist, kann man ein Long Trade machen. Und so wie zum Beispiel diese hier. Hier sagt er, oké, short gain in de grafiek, maar het wordt niet bestätigt unten. Also, der macht man nicht. Genauso wie dieser Trade. Die macht man auch nicht. Deze war in Ordnung hier. Ja. Und genauso haben wir jetzt hier, hat der Markt sich gedreht. Und dann haben wir hier einen blauen Pfeil mit dem blauen PMA. Aber Sie sehen, dass hier der Indikator auch nicht bestätigt wird. Dann ist hier unter der Nulllinie, der soll mindestens auf der Nulllinie sein oder am liebsten etwas darüber. Und dann wird er bestätigt. Denn diese Trade, die machen wir auch nicht. Aber jetzt soll ich mal zeigen, was BS und SS ist. Leider haben wir kein gültiges Signal, aber wir haben ein Signal und wir wollen kaufen. En dan klik je hier op BS, want dan zien ze hier die grüne Linie. Dat is waar ik reingehe. En dat gaat automatisch. Wenn ik op de BS of de SS klik, dan komen automatisch drie orders zugleich in de markt. Hier mijn Einstiegpreise, daar ligt mijn Target Profit, en hier de Stop Loss. Und Sie können jetzt schieben mit der Order, wenn Sie das möchten. Ich mache dasselbe auch mal ab und zu,
wenn ich denke, okay, ich weiß es noch nicht. Und wenn ich dann denke, okay, jetzt weiß ich, wo der liegen soll, dann kann man die wieder zurückschieben. Dann liegt er auf der Platz, wo man die haben möchte. Man kann auch hier mit der Stop-Loss, kann man handmanuell ändern. Genauso wie man das auch hier mit der Target-Profit machen kann. Aber wenn man auf die Knoppen drückt, dann wird es eingegeben, was man hier eingefüllt hat. Genauso das gleiche für einen Sell-Stop. Passen Sie auf, dann sehen Sie das, dass der Order kommt unter der Markt zu liegen. Jetzt liegt er hier, mein Einstiegpunkt. Und hier ist jetzt mein Targetpunkt und hier ist Stop-Loss. Und ich habe zwei Dinge, mache ich immer, dass ich nicht, ich handle eigentlich nie mit Buy Market und Sell Market. Und warum nicht? Erstens, man soll dem Markt den Raum geben, um zu bewegen. Und zweitens, wenn er diese Punkte überwonnen hat, dann hat man natürlich mehr Chance, dass das Momentum in Ordnung ist und dass er durchgeht. Und das sind die zwei Sachen, warum ich einen Abstand habe zwischen dem Markt und der Order. Und wenn man auf Stop klickt, dann sind die wieder verschwunden. Wenn ich hier zum Beispiel ein Market Order mache, jetzt sehen Sie, jetzt sind wir rein, hier liegt der grüne Linie hier. Das haben wir gekauft. Und auf dem Moment sehen Sie hier in rot oder in grün, was Ihr Gewinn oder Verlust ist. Wir fangen immer an mit einem Verlust, denn das ist der Spread der Broker. Sie sehen, jetzt ist es grün, dann ist es auch in Geld ist es grün. Das hier ist in Punkten, das ist nicht in Geld. Und jetzt kann ich zum Beispiel meine Stop los. Sehen Sie, als ich hier klicke, dann geht er hoch. Aber ich kann das auch manuell machen, zo. Kan ik dat ook machen? Zum Beispiel machen wir das hier. Nou, jetzt geht er. Ja, Sie sehen, das Momentum wird nach oben wird besser. Hier geht er durch die Nulllinie. Aber wir haben noch keine blauwe Pfeil, denn das ist eigentlich keine richtige, keine gültige Trade. Aber es ist nur, um zu zeigen, wie das arbeitet. Und das Vorteil ist, dass wenn man mit einer Klick, kann man drei Order zugleich reingeben. Und wenn man das selber machen soll, das ist sehr, das kostet sehr viel Zeit. Denn dann muss man für jede Order muss man das Ganze einfüllen. Alois? Ja? Ich habe noch einige Fragen. Beantworten. Und ich sehe, dass Nicodem sehr aktiv ist. Ich habe nog etwas in de chat geantwoord. Ik hoop dat dat leesbaar is. En dankeschön, complimenten aan Nicodem voor die goede vragen. En ik möchte nog de laatste vragen naar Alois en mijzelf doorpassen. Dat is te danken. Maar waarom? En wat zal man daarvan verstehen, wenn man deze wonderindicator niet had? Er basiert auf einem geheimen PMA. Ich möchte gerne meine Gedanken darüber zeigen und dann kannst du das anfühlen, Alois. Ist das eine Idee? Ja, ja. Also, die PMA-Indikator, das habe ich auch zuletzt gesagt, dass die macht einsichtlich, was der Trend ist, um hoch oder nach unten. Also wenn es blau ist, dann muss man mit den Kaufbrille gucken. Und man sieht auch die Umschläge, die Drehpunkte, die sind in der Nähe von Bottom oder in den Top. Und ja, es ist ein Indikator, der Alois hat und entwickelt mit der Erfahrung, um so dicht möglich bei dem Markt zu sein, um die Umschläge zu haben. Und da unten, und das ist die Schluss auf der Tür, das ist die zweite Filter, um die Trades zu packen mit mehr Sicherheit. Ich weiß nicht, Alois, ob du auch die unterste Indikator später gemacht hast, aber man sucht immer bei Trader nach die kansreiche
kansreiche Trades. Und das ist hier Öl. Und das kann auch auf Krypto oder Aktien oder Indizes sein. Das ist egal. Aber man muss immer so positionieren, ja, dass man die große Wahrscheinlichkeit hat. Und das ist meine Gedanke darüber. Ich weiß nicht, ob Sie etwas anderes kannst zufügen, Alois, oder deine eigene Gedanke natürlich. Ja, naja, kijk, wir haben das eigentlich alles zusammengebaut, aber das hier ist kein Unterteil von das TS-System. Das habe ich bewusst nicht zusammengebracht. Denn es hat sich später gezeigt, dass wir mit diesem hier, mit diesem Indikator, noch einige Verlusttrades ausfiltern können. Denn das ist natürlich genau, was ich am Anfang auch immer gesagt habe. Man soll versuchen, die Risiken so klein wie möglich zu halten. Und das ist, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man weiß, was das Momentum macht. Denn wenn man weiß, was das Momentum macht, dann weiß man auch, ob man entweder long oder short traden soll. Ich sehe hier vielleicht, wäre schön, wenn es mal hier nach unten geht. Ich habe den Stop-Loss hier etwas höher gelegt. Dann sehen Sie auch, dass es automatisch ausgestoppt wird. Und das ist sehr wichtig. Hè? Wenn Sie mit einem Stop-Loss werken, eigentlich möchten die dürfen Sie nicht ändern. Also natürlich dürfen Sie die in diesem Fall nach oben gehen, aber Sie möchten nicht Ihr Risiko größer machen. Das dürfen Sie nie machen. Denn es ist sehr wichtig beim Daytrading, dass man immer weiter traden kann. Und so, zum Beispiel so wie jetzt, wenn man sagt, okay, ich bin zufrieden mit 4, 5 Punkten, dann hätte man so eben auf Stop klicken können und dann hätte man die 4 Punkte gehabt. Und wenn man das 10-mal pro Tag macht, dann hat man auch 40 Punkte. Und das ist genauso, wie ich es morgens in der DAX auch mache. Ich trade ungefähr 1,5 Stunden in der DAX, von 9 bis 10:30. Und wenn ich 10, 20 Punkte habe, dann bin ich fertig. Dann ist es für mich Ende Trading. Ich habe auch noch eine anfüllende Frage und Dankeschön von Günther. Wie schaut man das auf S&P 500 aus? Ich schlage vor, um das an die Ende zu zeigen und dass ich noch einige Slides passieren möchte und zeigen möchte und dann können wir auf dem Ende noch die S&P zum Beispiel zeigen, weil das System ist zupassbar auf alle Märkte und nicht nur Öl, aber das ist heute entweder ist Öl oder Gas oder whatever. Und für die Versuchnummer, das ist S&P 500, hast du auch eine Möglichkeit. Das ein schöne Plus-Trade ist jetzt. Ja, ich habe jetzt den Stop-Loss über meinen Einstieg gelegt und jetzt kann ich nichts mehr verlieren. Wenn jetzt hier, Sie sehen, es ging runter und alles ist verschwunden. Und da hat er automatisch de trade geschlossen. Ohne Verlust. Wahrscheinlich noch ein kleines Gewinn. Even kijken, dat was hier. Ja, dat waren 9 Cent. Dat waren natuurlijk ook een ganz kleine Position, 1 Cent. Maar dat macht eigenlijk niet aus, was in geld is. Het gaat immer om die punten. Ab und zu fragen Leute mich, ja, was kann ich in Geld verdienen? Da sage ich, ja, das weiß ich nicht. Ja, was sie in Punkte verdienen können, ja, das weiß ich. Das kann ich ihnen erzählen. Ja, es sind 20 Punkte in der Morgen. Das können sie machen. Und wie viel Geld das ist, ja, das ist dann an sie, wie groß sie traden und wie viel Geld sie auf ihr Konto haben. Ja. Okay, toll, danke schön. Ich sehe nicht andere Fragen jetzt. Ja, Niklas, ich danke sehr für die Antworten, aber die sind nicht hilfreich, um damit zu arbeiten. Entweder brauche ich Formeln, Algorithmus oder einen Indikator. Wo kann man diese bekommen? Gute Frage, Luis.
was möchte er für seinen Algorithmus bekommen? Ja, die Formule, ja, das ist ein Geheim von Schmidt. Wenn Sie ein Brot kaufen bei der Bäcker und er hat sehr schönen tastliche Brot, dann geht jetzt auch nicht an den Bäcker sagen, ja, was ist die Ingredienten von dem Brot? Dann sagt der Bäcker auch, nein, das ist mein Ingredient. Und was wir anreichen, ist Indikator. Okay, wenn du sehr erfolgreich bist, natürlich mit ohne Indikator, zum Beispiel, dann ist es gut. Aber wenn Sie das brauchen möchten, dann können Sie das anfragen bei uns und dann komme ich mit den Slides auf. Und ich möchte auch gerne mit dir via Zoom oder auch mit Anydesk zum Beispiel Dinge zeigen. Also ich gehe die E-Mail-Adresse jetzt später noch zeigen. Also ja, mein Indikator ist kaum verfügbar. Ja, das stimmt. Das ist on top auf, ja, vielleicht kann Alois das auch zeigen, ne? Wenn du eine Grafik hast von Öl, da hast du vielleicht auch nur von FX Flat, eine kahle Grafik, dann hat man nichts. Vielleicht kannst du das Unterschied zeigen, wie das aussieht. Even kijken. Nou ja, ik neem hier maar zum Beispiel de US 30 Mini. Ja, das ist um das zu zeigen. Also, wenn man eine Grafik hat wie das, ohne Hilfsmittel und auch ohne Kauf- und Verkaufknöpfchen, ja, zum Ersten, man muss dann zeigen, ja, wenn man muss, dann muss man kaufen oder verkaufen. Und wenn man das macht, muss man auch die Order machen. Also Alois hat das integriert in das System und das ist verfügbar. Ja. Okay, toll. Promise ist SP 500 bis Ende. Also ich gehe noch einige Slides zeigen und dann gehe ich mich selbst. Ah, ich kann nicht mich selbst Präsenter machen. Florian, kannst ich du mich das, helfen? Ich mache das. Ja. Jo, klar, kein Problem. Danke, danke. So. Also ist das gut für von euch, dass ich noch einige Slides zeige mit ein Angebot für das System auch. Das, ja. Das Vorteil von dem System auch ist, dass wir, dass man das mit auf alle Märkten handeln kann und man kann das auch, in verschiedenen Märkten gebrauchen und man bekommt auch Unterstützung von unserem Team natürlich in einer Web-Umgebung mit Membership-Site und auch Telegram-Gruppen bekommt man. Man bekommt auch Dokumente mit Patronen und so weiter. Und ja, das ist auf Holländisch, man ist ein Schritt, ist man verwaltet von den Diamanten. Und ich denke, dass die Diamanten da ist verfügbar, wenn man ein gutes Tool hat. Und das Tool ist das X. Und der oben, das ist ein Trader, der sehr gut ist, getrieben und er ist professionell mit guten Tools. Und da unten ist ein Trader, die hat keine guten Tools und die geht alles selbst bedenken und alles umsonst auf Internet. Umsonst kann man immer alles machen. Aber wir haben auch auf der Börse alles gemacht, Fehler gemacht und das war auch Lehrgeld. Also das Paket. Was ihr bekommt, das ist das für 1.497 eine Investition einmalig. Also das ist in 10 Jahren noch nicht 150 Euro. Und dann bekommt man das System, die Handelsknöpfchen mit die zwei Indikatoren, Algorithmus und auch die Unterstützung mit Coaching und Online-Handelskurses auch. Also wenn ihr Interesse habt, kann man Kontakt aufnehmen. Uns ist egal, ob wir das machen oder nicht, aber das ist möglich, das zu machen. Und ich habe auch beloofd, dass ihr auch ein Handelsbuch bekommt, das ist auf Englisch. Und ich gehe das den Link einplacken für euch. Und dann gebe ich so die Skepter wieder an Alois. Und dann gehen wir bald nach der SP 500. Also hast du auch SP 500 da, Alois? Ja. Mit Schluss? Noch zeigen.
Dann muss ich das an dich geben. Das ist Alois. Ja. Okay. Und dann habe ich einen Indikator, die für die umsonst die Handleitung, die das Handbuch, dann kann man umsonst bekommen. Das gehe ich jetzt in den Chat schlingen und dann Alois, das ist SP 500. Und die Frage war von Günther, wie sieht das auch aus bei dem S&P 500? Gute Frage, danke. Ja, Sie sehen, das ist, eigentlich sieht es ungefähr gleich aus. Und das ist das Vorteil von das System, was ich auch gezeigt habe. Das System schaut nicht nach das Produkt, sondern nur nach die Bewegung, die Volatilität der Markt. Und das Volumen in der Markt, das ist sehr wichtig. Und eigentlich macht es wenig aus, nur dass Märkte natürlich sich anders bewegen können. Da gibt es Unterschied in. Der DAX ist zum Beispiel mehr volatil dan der S&P 500. Ja, aber das System ist eigentlich im Grunde genommen gleich handelt man. Hier, wie ich gezeigt habe, mit der Ölmarkt. Ich habe hier nur das große Schirm, ist eine Minute hier. Hier rechts habe ich eine 5-Minuten-Grafik und unten habe ich eine 15-Minuten-Grafik. Und das ist anders als bei der Öl. Aber das hat damit zu tun, dass ich mit, zum Beispiel mit der S&P 500 viel näher an der Markt bin. Und das hat auch damit zu tun, dass die Volatilität größer ist. Ja, denn dann soll man ganz nah an der Markt sein. Ja, und dann kann man richtig daytraden. Ja, hier genauso, hier sehen Sie, hier gibt es einen blauen Pfeil, hier ein blauer PMA. Das wird hier unten wird es bestätigt. Ja, und hier kommt er mal reingehen. Ja, hier genau noch eine. Ja, hier gibt es noch eine. Und Sie sehen dann, ja, und das ist, was ich dann mache, wenn ich sehe, dass der, wenn zum Beispiel mein Target Profit höher liegt und ich sehe hier, dass der Markt nicht weitergeht, dann schließe ich mein Trade. Ich warte nicht immer, dass das Target Profit erreicht ist. Denn der Markt ja, macht, was er will. Ich kann natürlich, ich möchte mehr haben, aber wenn der Markt das nicht geben will, ja, dann bekommt man das auch nicht. Und dann kann man am besten, so wie hier, etwas Gewinn nehmen. Hier hätte man aufs Neue wieder eine Gewinntrade machen können. Hier nicht. Und hier auch nicht. Denn hier wird es schon, gibt es einen roten Punkt. Und der sagt, diese soll man nicht nehmen, diese Trade. Und Sie sehen, was jetzt passiert. Und das ist sehr wichtig. Dass sie konsequent handeln. Günther, ist das gut erklärt? Ja, ich möchte zuerst die Ergebnisse von Backtest haben. Falls Sie diese Präsentation machen, kontaktieren Sie bitte NZPEC Yahoo. Was ich möchte machen, das ist ein schöner Name, Nikodem. ich gehe die Grafik von den drei Märkten. Wir haben die Nasdaq, der DAX und Euro-Dollar. Die haben wir die Grafiken und das kumuliert. Und das möchte ich gerne schicken. Ja? Und dann habe ich hast du auch meinen Kontakt gegeben und kann dir auch persönlich noch kommunizieren. Dankeschön. Dankeschön, Florian. Gerne. Ja, und danke natürlich Alois und natürlich auch euch wie Teilnehmer. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Okay, gut. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Webinar. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder Webinare starten können, vielleicht ein anderes Format oder was auch immer ihr wollt, werden wir schon sehen, werden wir rauskriegen und die Teilnehmer werden auf jeden Fall informiert, sobald es neue Termine gibt. Von daher habe ich nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend
Euch beiden natürlich auch, Herrn Robert und Alois. Bleibt Dankeschön. gesund Dankeschön. und auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.